Ja, hallo. Hier soll es jetzt mal darum gehen, wie ich Zoom benutzen kann, obwohl ich eine Free-Variante habe und trotzdem mit fast allen Funktionen. Das Problem ist, Sie haben es bestimmt schon festgestellt, wenn Sie eine Free-Variante haben, also nicht die gekaufte, können Sie in einer Gruppenvideokonferenz nur 40 Minuten lang den Videochat ausführen und dann werden Sie rausgeschmissen. Es gibt aber einen kleinen Trick, mit dem man dieses Problem ein bisschen umgehen kann. Und das möchte ich Ihnen heute mal zeigen. Ja, das nennt sich nämlich wiederkehrendes Meeting. Das ist eine Funktion und das geht so ein bisschen in den Bereich jetzt rein, wie plane ich ein Meeting? Und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Genau, also wir haben ja hier unsere Oberfläche, so wie immer. Und normalerweise, was ich Ihnen jetzt in den ersten Schritten gezeigt habe, ist, dass Sie hier auf ein neues Meeting gehen können. Sie können aber auch, wenn Sie hier oben drauf gehen, bei zoom.us ein Meeting planen.us. Genau, also wenn Sie hier auf Meeting planen gehen, ich weiß nicht, ob Sie das schon wissen, kann man also das genauer einplanen. Man kann ja auch ein Datum eingeben, dass Sie sagen können, ja, wir treffen uns in 5 Tagen, dann und dann und dann startet das Meeting. So, darum soll es jetzt aber eigentlich gar nicht gehen. Wir benutzen nur die Funktion Meeting planen, damit unser Meeting sozusagen feststeht. Wir richten jetzt hier unten, also hier sehen Sie die Funktion ein wiederkehrendes Meeting ein. Und da gehen wir einfach mal auf das Häkchen. Sie sehen, das Datum ist verschwunden. Wiederkehrendes Meeting heißt im Prinzip, dass die Meeting-ID immer dieselbe ist. Das heißt also, Sie brauchen nicht immer wieder neue Einladungen verschicken, sondern das bleibt einfach bestehen. Das ändert sich nicht. Und das ist für Sie und für Ihre Teilnehmerinnen sehr spannend. Dann können Sie sich quasi jederzeit ausloggen und wieder in die gleiche ID einloggen. Ich hoffe, Sie haben es verstanden. Ich erkläre es Ihnen am Ende nochmal etwas genauer. Hier ist Ihre Meeting-ID, also die Meeting-ID ist das, woraus dann Ihr Link für die Einladung erstellt wird, ne? Und die bleibt dann. Wenn ich kein wiederkehrendes Meeting habe, dann ändert sich die ID ständig. Ja, das ist der Unterschied. Genau, das ist die wichtigste Funktion, wenn wir das verstehen und nutzen wollen, dass wir einfach länger miteinander eine Videokonferenz durchführen wollen. Es gibt hier noch ein paar andere Funktionen, übrigens beim Meeting planen. Ich sagte Ihnen mal so nebenbei, Sie können hier also ein Meeting-Passwort eingeben. Das ist eben jetzt empfohlen für die Datenschutzeinstellung. Das sollten Ihre Teilnehmerinnen auch kriegen und die benötigen das dann auch. Und außerdem können Sie hier die Warteraumfreigabe freischalten. Sie müssen hier aber gar nichts freischalten. Genau, das ist erstmal vielleicht auch noch nicht so wichtig. Das ist aber auch empfohlen, wenn Sie nicht so viele, also bis zu 10 Teilnehmer haben, dann sollten Sie einfach die Warteraumfreigabe nutzen. Sie holen die Teilnehmer dann rein. Hier ist noch ein Kalender, das benötigen Sie jetzt eigentlich gar nicht. Theoretisch müsste hier unten Speichern stehen, steht aber Kalender, das macht aber nichts. Wir gehen einfach mal drauf und dann passiert es schon, dass Ihr Meeting geplant ist. Ja, so sieht das dann aus. Das ist quasi einfach ein Speichern. So, dann können Sie jetzt die Einladung an Ihre Teilnehmer verschicken. Sie können die Einladung kopieren. Sie können das Ganze aber auch später noch machen. Hier sehen Sie im Prinzip jetzt auch den Link. Sie können auch einfach den Link an Ihre Teilnehmer verschicken. Ich hatte das in dem vorigen Video schon mal erklärt, das können Sie dann per Mail, per WhatsApp oder Facebook machen. Ja, hier ist auch das Passwort, das sollten Sie dann mit eingeben. Und Sie können auch einfach die Einladung eben kopieren, dann wird dieser ganze Text hier kopiert. So, genau, das können wir dann jetzt einfach mal, da gehen wir jetzt einfach mal hier auf, hoppala, auf Schließen, Entschuldigung, ich war auf dem Falschen drauf. Und jetzt sehen wir hier erstmal noch gar nichts, aber wir können hier auf unsere Meetings gehen und dann haben wir hier wiederkehrende Meetings. Ja, da hat er das Meeting jetzt im Prinzip erstellt.
Und theoretisch kann ich dann dem Ganzen auch noch einen Namen geben. Das habe ich jetzt vielleicht vergessen zu sagen. Ich habe hier dieses Medienmeeting eigentlich immer als wiederkehrendes Meeting. Und Sie können also hier auch immer noch auf Bearbeiten gehen. Und hier oben, wir hatten jetzt eine automatische Erstellung des Titels. Hier können Sie also auch noch einen Titel eingeben, ne? Also hier können Sie immer weiter auch Einstellungen vornehmen. Hier ist übrigens auch noch eine Einstellung, das Video sollte aktiv sein. Das hatte ich noch vergessen beim Host, also das wäre auch noch wichtig. So, ich hoffe, ich habe Sie jetzt nicht zu sehr verwirrt. Genau, und wenn Sie das alles haben, dann haben Sie Ihr wiederkehrendes Meeting und damit können Sie, wenn Sie hier auf Starten gehen, im Prinzip das Ganze beginnen. Ich mache es jetzt mal wieder weg. Das Meeting. Oder ich zeige es noch mal kurz, vielleicht doch. Sie haben dann hier Ihr Meeting und das Schöne ist jetzt, also es kommen Ihre Teilnehmer dann hinzu und wenn die 40 Minuten zu Ende sind, dann sehen Sie hier oben auch schon, da wird die Zeit Ihnen auch angezeigt. Da steht dann, Sie haben noch 10 Minuten, Sie haben noch 5 Minuten und der Countdown zählt zurück. Und dann können Sie sagen Ihren Teilnehmern, ja, okay, wir machen jetzt mal eine Pause, wenn Sie länger reden wollen als 40 Minuten. Und dafür können Sie sich jetzt mal einen Kaffee holen oder ihr könnt euch einen Kaffee holen und loggt euch jetzt mal hier aus. Also geht auf Meeting beenden und dann können Sie sich jederzeit wieder nach den 5 Minuten auf dem gleichen Link, den Sie verschickt hatten, wieder einloggen. Und das funktioniert gut. Also ich habe das mit zwei Klassen jetzt schon probiert und es hat wirklich ohne Probleme funktioniert. So weit, so gut. Ich drücke Ihnen also die Daumen. Probieren Sie das gerne mal aus und schreiben Sie mir auch gerne unten drunter, ob es funktioniert hat. Viel Glück!